Die Geschichte vom Hans Guck in den Saal. Wenn der Hans die Bratsche strich, im Orchester wich sein Blick von dem Herrn Dirigenten in die weitere Entfernung. Blickt der Hannes in den Saal, merkt den Leiter nicht einmal, so dass fürchtet der Kapellmeister Missgelingen und Desaster. Kam ein Stück, wo unvermittelt stand eine Fermate in der Mitte. Alles still, niemand spielt. Hans, gib Acht, der Maestro stoppet da. Was geschah? Hans mit der Bratsche, Bautz per Dautz, ratschet munter in die Pause. Einmal den festen Rhythmus fand des Dirigenten lockere Hand. Doch unser Hannes diese Hand mit seinem Handeln nicht verband. So musste es natürlich sein, dass Hans sofort begann zu eilen. Kontrabässe in der Reihe sind erstaunt gleich alle drei. Schneller Hans in seiner Eil spielt das Stück zum zweiten Mal. Die Kontrabässe sind erschreckt, haben die Bratsche nicht gecheckt. Doch zum allgemeinen Glück spielt die Trommel bei diesem Stück und die Bässe wie durch ein Wunder haben sich zurechtgefunden. Seht, nun steht er triefend nass. Bratschen ist ein schlechter Spaß. Lieber sollt der arme Wicht schnelles Spiel ersparen sich. Wilder Blick mit zittrigen Armen bratschte er gar zum Erbarmen. Doch die Bassisten alle drei sind beim Kichern noch dabei, stecken die Köpfe hinter die Bässe in ihrem eigenen Interesse, sind vor Lachen außer Sinnen und der Maestro lacht mit ihnen.